Hallo lieber YouTuber, hier bin ich wieder. Eine kleine Pause, war sehr viel Arbeit, sehr viel Hochzeiten, aber es gibt heute ein neues Video mit einem Sommerstrauß mit Brombeeren. Ich finde es immer sehr schön, wenn man das, was in der Natur gerade aktuell ist, in die Blumensträuße einbindet. Und Brombeeren sind so ein bisschen speziell, deswegen stelle ich meine Blumen jetzt nochmal ins Wasser, weil sobald du mal dich in die Brombeeren begeben willst, wirst du merken, die sind ziemlich gemein. Und da gibt es was ganz Tolles, das sind nämlich Dornenhandschuhe. Auch wenn du zu Hause deine Weißdornhecke oder irgendwelche fiesen Sträucher schneiden willst, dann sind die natürlich super, weil die hier die Arme schützen. Sonst würde ich auch ganz furchtbar aussehen. Und die sind so dick und so robust gemacht, dass ich diese Brombeeren, die sind ja wunderschön, ja, mal mit der Kamera kurz, sind wunderschöne Beeren. Und diese Handschuhe sind so robust, dass ich einfach den Stiel nehme und nur die Dornen und das Grün mit dem Handschuh abstreifen kann. Das ist super easy. Also wenn man das richtige Werkzeug und das richtige Material hat, dann ist es Arbeiten, macht auch echt Spaß. Ja, und die Brombeeren, die muss man auch jetzt schnell ernten. Die reifen auch in der Vase weiter. Also die werden da auch richtig rot und reif und man kann die theoretisch zu Hause aus der Vase dann auch essen. Habe ich alles schon erlebt. So, und was man natürlich nicht vergessen darf, die sind ja jetzt nicht, haben ja keinen Anschnitt. Und es kann manchmal sein, dass hier noch so eine kleine Dorne abgemacht werden muss oder ein Blättchen. Aber mit den Handschuhen geht es natürlich schon ratzfatz. Da ist es echt eine super Geschichte. So, und das wollte ich dir auf jeden Fall zeigen als kleinen Tipp. Und das ist jetzt für die nächsten Wochen einfach eine traumhafte Deko. Und wenn man auch nur so Brombeeren und ein paar, also nur ein paar Blüten dazwischen stellt, es ist einfach schön. Also ich mache es hier jetzt mal als Beispiel. Man muss ja nicht immer einen Strauß binden. So, Moment, die alte Miller will auch mit. Man kann einfach nur zwei Rosen in die Vase stellen, ein paar Brombeeren und eine Hortensie dazu stellen. Oh, der Rest fällt gleich auseinander. Und schon hat man eigentlich eine ganz natürliche, malerische Deko. Aber ich will heute einen Strauß binden. Und ich zeige dir einen schönen Sommerstrauß mit Brombeeren, mit Hortensie. Ich habe hier schon eine ganz tolle ausgereifte Sorte. Die ist jetzt schon richtig fest. Und wenn man da so oben drauf fasst, dann merkt man, dann fühlt die sich so ganz trocken und hart an. Das ist super. Das ist eine ganz tolle Voraussetzung, dass die lange hält. Brombeeren, natürlich nicht alle, die ich hier habe. 3, 4 Stiele reichen auf alle Fälle. Dann habe ich einen ganz tollen Phlox bekommen. Da ist auch gut, immer unten ein paar Blättchen abzumachen, weil alle Blätter, die kosten den Kopf Kraft. Also ruhig immer ein bisschen den Stiel schön sauber machen. Und hier sind ganz viele Knospen. Und immer wenn diese kleinen, feinen Blüten verblühen, kann man im Strauß auch die verblühte Blüte auszupfen und die Knospen gehen auf. Weil manchmal sagt ein Kunde, ach, das ist ja schon verblüht. Aber da kommen so viele Knospen, aber man muss natürlich diese Blüte, die dann kaputt geht, auch einfach mal wieder rausmachen. Und dann geht es schon wieder weiter. Ja, der Phlox ist nicht immer so knospig. Es ist ein Traum. So. Dann habe ich auch noch schöne Rosen. Und hier auch bei allem viele Blätter abmachen, weil im Strauß sehe ich die Blätter nicht. Ich will kein Grün in der Bindestelle haben. Und das Wasser wird schneller schlecht, wenn die Blätter im Grün sind. Die haben ganz tolle, dicke Köpfe. Wenn man die Rose hier so unten am Blütenboden seitlich anfasst, dann merkt man auch, ob der Kopf fest ist und ob die Rose frisch ist. Und die hat also wirklich so einen schönen großen Kopf, weil jede Rose blüht einfach anders und hat eine andere Kopfform. Und manche, die blühen auch gar nicht so toll auf. Und es gibt welche, die gehen richtig super auf. Also die sind alle verschieden. Hier habe ich noch die letzten Pfingstrosen. Bei Pfingstrosen gibt es auch so einen kleinen Geheimtipp. Manchmal, die gehen einfach nicht auf und das ist total ärgerlich. Was man mit denen machen kann, die haben von Natur aus so einen Kleber drauf. Und was man mit diesen Pfingstrosen machen kann, ist die einfach kopfüber in lauwarmem Wasser schön baden, schwenken, wieder gut abklopfen und dann löst sich dieser Kleber und dann springen oft schon die oberen Blättchen auf.
Also hat ja jeder schon erlebt, Pfingstrosen sind entweder ganz schnell offen und kaputt oder man hat diese Knüppels und es ist total schade, weil sie sind ja echt ein Traum. Und wir haben jetzt Juli. Normal gibt es im Juli überhaupt keine Pfingstrosen mehr. Aber dieses Jahr war es so kalt im Frühjahr, dass es alles jetzt sehr, sehr spät ist. Zum Binden habe ich mir jetzt ein bisschen Grün vorbereitet. Ist immer schön, wenn das Grün, also hier dürfen keine Blätter unten sein. Und wenn das Grün oben so richtig puschelig ist und unten der Stiel alles sauber. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet, ich gestehe, weil ich möchte ja auch nicht jedes einzelne Stielchen und Blättchen zupfen und ich will dich auch nicht im Video langweilen. Mir das alles zügig geht, bereite ich natürlich oft vor. Hier habe ich Pistazie, da nehme ich auch ein bisschen was davon. Und dann lege ich mal los. Also die Hortensie ist natürlich immer ein schöner Anfang. Mit der mache ich mir das natürlich sehr, sehr einfach, weil das ist eine Riesenblüte und eigentlich ist der Strauß schon fast mit der Hortensie voll. Aber es kommt natürlich noch viel mehr. Beim Strauß ist immer wichtig, die Blumen werden immer in der Spirale angelegt. Ich zeige das gleich nochmal, wenn ich so ein bisschen weiter bin. Hier haben wir unsere Brombeeren, die jetzt auch mit reinkommen. Ach, wunderschön. Ich liebe diese jahreszeitlichen Elemente, weil ich habe auch sehr, sehr gern Getreide in die Sträuße gebunden. Aber das Getreide ist halt leider Gottes jetzt schon verblüht. Oder beziehungsweise gelb, nicht verblüht, sorry, ich erzähle Quatsch. Gelbes Getreide erinnert so an Herbst und das will jetzt natürlich noch keiner sehen. Deswegen ist Getreide leider schon wieder vorbei. Und jetzt kommen einfach die nächsten Früchte und hier auch so ein bisschen gemischt anordnen, mal Alchemilla, Phlox, Rose, Brombeere. Ich kann also wunderschön um diese Hortensie herum Blumen binden. Und jetzt zeige ich dir auch noch, was ich meine mit der Bindung in der Spirale. Ich lege alle Blumen, die ich hier anlege an den Strauß. Moment, nehme ich mal die Alchemilla. Die lege ich immer schräg an. Ja, die müssen alle schräg angelegt sein, weil der Strauß geht ja auch nach oben auseinander. Das heißt, der muss nach unten auch auseinander gehen, dass der sich fächert. Sonst kann ich nicht dieses schöne Volumen oben haben. Wir Floristen sprechen davon, dass wir den Strauß in der Spirale binden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass der zum einen, dass er natürlich schön gebunden ist von der Form her. Aber der andere Grund ist auch, wenn wir danach eine Blüte einfügen oder wir sagen, ach, da kommt eine wieder raus, dann könnten wir das gar nicht so schön und leicht machen, wenn wir nicht in der Spirale gebunden hätten, weil die lassen sich dann leichter einfügen oder rausziehen. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß das. Also ein Strauß, der so kreuz und quer unten gebunden ist, mit dem hat man nicht so einen Spaß. Da kriegt man dann nichts mehr rein nachträglich. So. Ich binde jetzt einfach, ich setze jetzt mal hier so rundum schön meine Brombeeren, mein Phlox, die Pfingstrosen. Ich bin jetzt also munter am Arbeiten. Und was immer total schön ist und einfach ein tolles Volumen macht, ist die Alchemilla, die jetzt ja auch aktuell blüht. Das ist eine wunderschöne Zeit. Ich liebe sie. So, und jetzt habe ich eigentlich schon so einen ganz schönen Strauß. Aber was mir natürlich noch fehlt, habe auch den Efeu mehr verwendet als die Pistazie, aber das ist eigentlich egal. Was mir noch fehlt, ist eine schöne Umrandung. Und da nehme ich sehr, sehr gern Korallenfarn. Korallenfarn ist so ein fedriges Grün. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man schöne Grünsorten hat. Also bei mir, man sieht es auch fast so ein bisschen hinter mir, bei mir gibt es immer unglaublich viel schönes Grün. Ganz verschiedene Sachen und die machen, ups, weg ist er, und die machen ganz tolle Wirkung im Strauß. Und ich finde es unheimlich wichtig, weil das Grün, und hier sieht man, wie schön so ein Blattabschluss ist, das Grün macht so viel Stimmung im Strauß, sage ich immer zum Kunden. Es ist auch total wertvoll. Diese Aralienblätter, die halten besser, wenn man die ein bisschen stützt. Jetzt kann man entweder Salal nehmen oder du gehst einfach in den Garten und nimmst dein Kirschlorbeer und stützt damit die Aralie.
Ich zeige das auch gleich nochmal von unten. Ich wollte es gerade noch einmal fertig machen. Und dann zeige ich dir die Technik. So, dass es von unten auch ordentlich aussieht. Also wenn ich einen fremden Strauß sehe von einem anderen Floristen, ich gucke auch unheimlich gern unter die Sträuße, wundert sich jeder, dass mich das obenrum nicht immer so gleich interessiert. Aber ich finde, der muss technisch auch untenrum sauber gebunden sein. So, jetzt sieht man, hat also eine sehr, sehr schöne Blattmanschette. Das macht auch optisch mehr aus dem Strauß. Und jetzt zeige ich es auch mal untenrum. Ich habe hier die Aralienblätter angelegt. Und die Aralienblätter sind alle von dem, das ist die Aralie, diese hier. Und die werden alle von dem Salal gestützt. Und dadurch, selbst wenn die würden ohne diesen Salal, würden die ein bisschen hängen, vielleicht nach ein paar Tagen. Und so behält der Strauß wunderschön seine Form. Und ich denke, das ist jetzt doch echt ein kleiner Sommertraum. In diesem Sinne, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Sommertag. Und es gibt im Wälde ein paar mehr Sommersträuße. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und Daumen hoch und Kommentare schickst. Bis bald, deine Margit. Tschüss!